Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 24.09. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, wir gehen heute pünktlich ins Rennen und nehmen auf dem rechten Seite die Big Number, aktivieren sie und das bedeutet, wir gehen long bei 12.507 oder gehen short bei 12.492 Zähler. Wir bleiben auf diesem Chart und blicken in die Vergangenheit, nämlich auf den gestrigen Tag. Was für Blue Boxen gab es gestern? Und wir bräuchten ja Blue Boxen, die kleiner sind als 30. Da haben wir hier diese. Seht hier 22,5, die ist direkt in den Gewinn gelaufen. Die 29er ist direkt in den Gewinn gelaufen, von hier dorthin. Die 29er ist direkt in den Gewinn gelaufen. Also, das waren sehr schöne Blue Boxen gestern zum Traden und alle ohne große Verlängerung, sondern wirklich mit dem ersten Versuch direkt gestartet. Das spricht übrigens für eine sehr hohe Trefferquote im ersten und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach hinten heraus irgendwann in den 8., 9., 10. Trade kommen, sehr gering ist, weil diese Setups, die wir wählen, eben halt schon im ersten sehr, sehr häufig in den Gewinn laufen. Okay, bleiben wir beim DAX, gehen wir in die grünen Boxen rein. Und auch hier seht ihr 1, 2, 3, 4, 5. Also waren richtig viele Trades gestern, die man machen hätte können. Hier hat er sich ein bisschen aufgeschaukelt, ist dann aber unten ausgebrochen, also hat sich da auch gelohnt. Wir gehen mal mit unserem Order History Indikator. Ziehe ich mir mal rein, dann sehen wir auch da, was wir am Vormittag getradet haben hier. Big Numbers, MTX, alles mit dabei gewesen. Und wie immer, morgens mittlerweile schauen wir uns die größeren Zeitebenen an. Wir fangen an heute mit dem Euro-Dollar mal. Wir sehen der Euro-Dollar bei 1,1651. Das Hoch auf Tagesbasis war bei 1,20. Die hat er nicht geknackt. Das ist die Widerstandszone, die wir jetzt erstmal hier im Chart haben. Und im Euro-Dollar sehen wir hier sehr schön, dort oben ist der Deckel erstmal drauf. Auf Monatsbasis sehen wir auch, dass der Markt hier wieder zurückläuft. So. Und jetzt wechseln wir den Markt. Der DAX, Vorlage Tagesstrategie Pro. Und sehen im DAX auf Monatsbasis, der Trade kommt wieder, also der DAX kommt zurück. Das ist eine Umkehr. So, wenn das so bleiben sollte. Der Monat ist ja noch nicht ganz rum. Wochenbasis gibt es ein Short Setup. Zwar von der Kerze, nicht von der Sonne. Und Tagesbasis, wenn ihr morgens immer dabei seid, haben wir seit Tagen, Wochen gesagt, da sind wir immer noch im Short-Modus. Da ist oben der Deckel drauf. Und wenn wir jetzt nochmal unsere, ja, Kaffeesatzleserei in die Glaskugel schauen, dann sehen wir 23er Retracement ist bei 12.233. Das ist das Minimalziel. Minimalziel für den DAX 12.200. Das heißt, wir brauchen da noch 200 Punkte. Und dann hätten wir hier das 38er Retracement und das ist locker 1000 Punkte tiefer. 38er Retracement in der Fibonacci-Welt ist der Klassiker. Bis dahin korrigiert der Markt sehr, sehr häufig. Oder wenn der Trend so stark ist, das heißt, wenn der Modus so long ist, dann ist das Minimalziel 23, das heißt 12.233. Das sollte jetzt im Fokus sein. Dahin könnte der Markt laufen. Ich würde mir die Zahl mal notieren, um zu schauen, wenn wir in diese Richtung kommen, dass da vielleicht ein wenig Widerstand auf uns trifft, wenn man dort dann ein neues Signal auf 5 Minuten bekommt, da kann es ein wenig wackeln. Also 12.233 notiert in das Heftchen. Und Wechsel, um das nochmal klarzustellen, ein Trendwechsel, also dass wir komplett in den Short-Modus wandern, also nach diesem Kaffeesatzleserei Fibonacci, ist dann nach Regelwerk erst ab diesem Niveau hier unten. Und das wäre bei 10.210 Punkte. Alles, was drüber ist, sind wir im Erholungsmodus.
Alles, was drüber ist, sind wir im Erholungsmodus, wenn man danach geht. Das heißt 38, 50, 61 und bei 61, der ist es der Bauchnabel hier bei uns, da entscheiden wir uns, dann würde dann der Markt short abdriften. Bis dahin sind wir alle noch im Erholmodus. Füße stillhalten für die Longies. Gut, das zu dem Thema. Und jetzt haben wir so viel gesappelt und sind aus dem Trade schon draußen. Order History. So kann das sein. Während wir hier über den DAX philosophiert haben, ist unser erster Trade für heute Morgen raus mit Gewinn. Big Number Trade. Ja, wir platzieren im Live-Trading-Raum die Big Number noch einmal. Aber für unser Videotagebuch, für unser Videoprotokoll war es das. Der erste Trade ist um 9 Uhr, 8:31 Uhr in den Gewinn gelaufen. War mir eine Ehre und wünsche allen gute Trades. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei uns auf die Internetseite kommen, Traders Club 24, und euch einen Testzugang, Gastzugang holen. Dann treten wir gemeinsam. Wir gehen jetzt weiter auf die Jagd. Wir zeichnen ja immer nur den ersten Trade des Tages auf, die erste Box. Ja, und bis dahin, gute Trades, bleibt gesund. Wir hören uns aber erst wieder ab Montag. Morgen kein Trading, Freitag, Montag erst wieder.